Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde. Und nach ein paar Problemen mit dem PC, wie soll es auch anders gewesen sein, geht es jetzt endlich weiter mit Ubisofts Tom Clancy The Division. Und wir haben das Kapitel, wir haben also die Tutorial-Bereich des Brooklyn hinter uns gelassen und wir kommen jetzt in den Bereich, wo wir ja schon in der, in der Beta gewesen sind, ne? Also, wir kennen jetzt so einigermaßen auch das erste Gebiet, kennen wir auch, wo wir nachher in diesen Stadionbereich rein müssen. Und eins steht fest, aus dem Schwer haben wir erstmal gelernt, denn ich denke mal, ganz ehrlich, wir müssen uns das am Anfang hier nicht schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Denn eins habe ich gelernt auch, es war wirklich schwer. Aber es war nicht unmöglich. Ja, die Polizeistation war nicht unmöglich, aber sie war schon wirklich sehr knifflig. Und man muss halt auch bedenken, dass die Computergegner, also die KI, schon wirklich gut was aushalten tut. Ja, und daher muss man das halt einmal noch mit einberechnen, dass es halt einfach nicht so einfach geht. Wieso es jetzt gerade bei 10% stehen bleibt und gerade so explizit ruckeln tut, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Vielleicht hätte ich einfach mal nichts an den Einstellungen ändern sollen. Ich habe eigentlich nur den 3D, den voluminösen Nebel auf Ultra geschaltet. Ansonsten, ich hoffe, ich habe das jetzt auch, bis jetzt habe ich das alles so mit dem Controller wieder hingekriegt, aber okay, das Spiel ist nicht abgestürzt. Ja, es funktioniert. Ich habe bloß keinen Plan, wieso er jetzt gerade bei 10% stehen bleiben tut. Also das hatte ich noch nicht. Vielleicht hätte ich die Aufnahme erst später machen sollen. Ah, das hatte ich ja vorher auch schon. So. Ah, es geht weiter. Es geht weiter. Vielleicht muss das Spiel auch erst einmal wirklich geladen werden. Und wir sind drinne und ich liebe es. Ich liebe es. Ich finde unseren Charakter einfach super geil. Okay, der Helikopter ist jetzt weg. Klar, es ist jetzt auch schon tierischer Nebel geworden. Also tierisch spät geworden. Und sagt mal. Okay, das war mal ein ganz kleiner Ruckler. Seid mal ehrlich, die Grafik ist einfach, sie ist einfach Bombe, oder? Ich kapier's nicht. Rücken wir ab, oder was? Wer trägt hier eigentlich noch die Verantwortung? Hör mal, ich weiß auch nicht alles. Ich tue nur, was die sagen. Und ich will verdammt nochmal weg von hier. Und genau das ist das beschissene Problem. Es ist das verschissene Problem. Ich kann euch wirklich verstehen. Es ist wirklich nicht einfach, aber das macht das Spiel halt so fantastisch. Und ich musste das öfteren wieder mal hören. Warte mal ganz kurz. Das ist Bullshit. Wir dürfen Manhattan nicht verlassen. Mein Bruder und seine Familie, die wohnen in den Heights. Ich weiß, das ist übel. Echt übel. So einfach aufzugeben und abzuhauen. Wie stehen wir denn jetzt da, Mann? Ja, wir stehen richtig schlecht da. Wir stehen richtig schlecht da. Was ich meinte. Wir müssen hier durch, Freundchen. Wir müssen sicher gehen, dass Sie sauber sind. Das Virus trifft alle gleich. Alles klar. Das Problem, was ich jetzt noch immer Scheiß Gangs kontrollieren nicht alles. Noch nicht. Aber ich habe gehört, dass es da jetzt auch zur Sache geht. Überfälle auf Hilfsgüter. Sowas halt. Das war doch die gleiche Stimme wie von da hinten, aber okay. Das, was ich jetzt eigentlich nur noch ein bisschen bemängel, ist, dass ich mit dem Controller auch langsam gehen kann, aber bei Tastatur weiß ich nicht, wie ich zum Beispiel langsam gehen kann. Wenn ich zum Beispiel diesen Moment einfach dieses... Habt ihr gesehen? Sie wackeln einfach, sie bewegen sich. Yeah, Motherfucker! Es ist einfach so nice. Also, ich... Das ist die gleiche Stimme. Also ganz ehrlich, Ubisoft, da hättet ihr euch ein bisschen was Besseres einfallen lassen können, wenn ihr schon... Man hört sogar das Knirschen seiner Finger und so. Wie geil ist das denn und so, ne? Also sie haben schon wirklich auf super viele geile Aktionen geachtet. Und hier ist nochmal,
23 Meter Verkäufer entdeckt. Ausstattungshändler. Ich friere mir den Hintern ab. Okay. Hier ist ein Ausstattungshändler. Wollen Sie was kaufen? Was wollen Sie sehen? Also, wir gucken erstmal, was können wir denn verkaufen? Wir können zum Beispiel ein MP in Navy Dings verkaufen. Das verkaufen wir auch, weil es ist einfach schlechter. Die Schutzmaske auch und den Schutz auch. Können wir denn was bei dir kaufen, was jetzt gut ist, was auch wirklich was bringt? Und um zu gucken halt, jetzt quatscht mir doch im Hintergrund nicht dazwischen. Das ist unmöglich. Ja? Hier haben wir zum Beispiel mal das erste Mal, ja, halte die Klappe. Meine Güte noch. Hier haben wir zum Beispiel das, wir kriegen ein bisschen Rüstung mehr, verlieren dort aber ein bisschen was an Roten und gewinnen hier. Also, geringe Attribute, ne, seht ihr, alles gut und schön. Um aber zu wissen, wie ist es jetzt zum Beispiel mit der Rüstung, die ich trage, drücke ich einfach G und so sehe ich zum Beispiel, ne. Ich habe eine 8er Rüstung, habe sogar 3% extra Tötung drauf, nur ein Rüstung weniger und mal ganz ehrlich, dafür brauche ich keine 154 Credits ausgeben, denn sie sind halt wirklich sehr, sehr schwachbrüstig. Hier können wir zum Beispiel gucken. Okay, bei dem hier zum Beispiel müssten wir 172 und bei dem 171. Ich bin kampfbereit. Okay, bei beiden gibt es eine 11% Kapazitätsmunition. Glaubst du? Ich weiß nicht, wieso man hier nicht runterscrollen kann, ist egal. Also eine Wachpostenweste lohnt sich auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, das kaufen wir auf jeden Fall. Ich schaff das nicht und mehr. Kaufen und anlegen. Dann können wir die alte nämlich gleich mal erkaufen. Es liegt in Gottes Hand. Das ist das Gute. So, wann haben wir denn, was haben wir denn noch? Ah, jetzt fehlt uns schon wieder ein bisschen das Geld. Jetzt haben wir nur noch 165. Jetzt gucken wir mal den Reparaturschoner an. Das ist eine Kniedings. Bringt uns zwar nur zwei Rüstungen mehr, bringt uns aber 2 plus auf kritischen Trefferschaden und 11% auf extra Tötung. Das ist schon mal nicht schlecht. Auf den, der bringt uns zwar 5 mehr Rüstung, aber mehr auf kritische Trefferschaden finde ich halt einfach viel, viel besser. Obwohl, der kostet weniger, der kostet 2 Credits weniger. Hat der das gleiche, also. Ergreifen Sie die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen und melden Sie sich nur bei bestätigter Pockeninfektion hier, in zum Beispiel. Der bringt uns zum Beispiel richtig was gut. Ja. Also an Rüstung. Der ist wieder zu teuer. Was ist mit den Handschuhen? Alter, das bringt nur Schrotflintenhandschuhe. Also das bringt halt gar nichts. Also würde ich das sagen, holen wir uns diese hier. Anlegen und kaufen. Ich schaff das nicht mehr. Wir verlaufen den alten. Wir können vielleicht noch was anderes kaufen. Nein! Achtung! Es kann sein, dass die Verteilungszentren für Notrationen überlastet sind. Ja, das kann sein. Sollten Sie an sich grippeähnliche Symptome feststellen, warten Sie bitte zu Hause auf medizinische Behandlung. Camp Hudson ist hier. Hier kann ich Agent finden. Das ist zum Beispiel auch ganz gut. Wenn ihr zum Beispiel keine Freunde habt oder so und ihr wollt irgendeine Mission machen, dann könnt ihr die halt hier in der freien Mission oder in der Dark Zone suchen. Also, was richtig geil ist. Ihr könnt euch auch immer die Leute wieder angucken. Ja, das ist Demoliten PT. Jetzt ist schon auf 5. Hat schon, nee, hat noch keine Daten. Und da könnt ihr halt einfach mal so ein bisschen gucken. Hier können wir ein bisschen unsere Dings wieder auffüllen. Oh, sehr gut. So, und das ist ein Waffenhändler. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Und was gefällt Ihnen hier? Ja, hier ist natürlich super viel, was wir gebrauchen können. Es fehlen uns halt einfach die fucking Credits. Ich bin da, wenn Sie sich umentscheiden. So. Gab es nicht aber auch irgendwie ein, was ist das für eine? Einsatzbericht anfordern. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran, Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Ja, dann mache ich gleich mal mein zweites Bier auf, denn ich muss ganz viel aufnehmen. Und wir haben uns einfach mal ein paar Nebenjobs rausgeholt. Und irgendwie dachte ich, Ich dachte, es gab hier noch ein,
Ach, ein Bonushändler, weil uns fehlt ja einfach noch das Bonus-Ding, ne? Aber das kriegen wir, glaube ich, erst in unserem Ding. Jung, wir frieren hier alle. JTF. Da ist noch einer. Oh, Lager. Ja, oh, wir haben noch nichts wirklich zum Lagern. Du Hure, geh mir aus dem Weg. Ich kann dich nicht mehr sehen. Und wir gehen jetzt aus der guten Luftzone raus. In die böse Zone. Drücken Sie E, um die Erkundungsimpuls zu senden und feine Verbindung der Magnetzone. Blablabla. Hallöchen, liebe Zockerfreunde. Oder lieber nicht. Lieber nicht. Sie sind ansteckend. So, oh, hier geben wir jetzt mal eine Schweigeminute. Für die Gefallenen. Okay, wir müssen los. Wir haben ja keine Zeit. So bedeutet. Wo ist? Ja! Die Maus muss sterben! Die Maus muss sterben! Gab's gerade einen Widerhall, Alter? Ich hab einen Schalldämpfer drauf, Junge. Es darf keinen Widerhall geben. So. Und. Welcome! Oh, Ziellust. Gescannt. Ich weiß das zu schätzen. Ja, Mann. Wir haben irgendwas aufgesammelt. Keine Bedrohung in der Nähe. Okay. Geplünderte Objekte waren im Inventar. Okay. Inventar. Gucken wir mal. Ausrüstung. Okay, war natürlich nur eine schlechte Dings. Aber ist egal. Denn, mal ganz ehrlich, wir sind die coolsten. So, ich hole mal unsere Karte schnell. Und wir haben hier einen Nebeneinsatz, aber unser Hauptziel ist... Sie nähern sich von der Straße! Wo ist? Okay. 2-4. Chelsea! Entdeckt. Chelsea. Neue Erfahrungsstufe, Stufe 4. Wir haben es geschafft. Wir haben... Wir haben ja richtig gesehen, so, wenn wir... Ne? Das ist halt cool so, steht da richtig, von 2-4 ist Chelsea drinne. Und irgendwie ist hier vorne irgendwas. Elektroteile. Da! Werkzeug! Ich habe noch keinen Plan, wofür wir das brauchen. Aber es wird irgendwie ganz cool sein. Werkzeug. Es wird wichtig sein. Es wird wichtig sein, liebe Zuckerfreunde. Es wird wichtig sein. Denn ich glaube, ich drehe hier bald durch. Ja, ich auch. Der ganze Scheiß, den ich höre. Nun, sagen wir, das klingt. Okay, wo ist denn jetzt? Hä? Okay, da ist eins. Hallo? Achso. Okay, eine Blendgranate. Okay. Die Minimap ist nicht ganz so hilfreich, wie sie es dachte. Leichen. Wenn das grüne Gift da war, fackeln sie es ab. Okay. Okay, das ist natürlich einiges wahr, aber wir gehen mal durch Chelsea. Ist völlig sinnlos, Kugeln an mich zu verschwenden. Ja, das glaube ich dir. Und ich möchte euch nochmal bitten, bitte, sagt mir, wie ihr die Grafik findet, auch wenn dort ein Toter liegt, den wir betrauern, wenn wir Zeit dafür haben. Guckt euch das an. Es ist so geil. Es ist so geil. Und viele haben sich halt beschwert, so, ja, ich gehe durch die Straßen und es ist so wenig los, ich treffe so wenig welche. Und Leute, es ist hier eine Apokalypse, es ist hier Tod, Mord und Totschlag. Alter, was wollt ihr denn verlangen, dass hier Tausende von euch hier durch die Gegend gehen? Das geht halt nicht. Drei Bedrohungen gefunden, oben auf dem Dach. Die klären wir gleich mal weg hier. Kleine Hure. Vielleicht bringt mich nichts um. Nehmen, was ich kriegen kann. Wir fangen gerade erst an. Verdammt! Okay.
verstehe, wieso hat die denn jetzt so ein... Warte mal ganz kurz. Wieso hat die so einen komischen Modus? Kann ich auch irgendwie diesen fucking Modus irgendwie bei dieser Waffe irgendwie ändern? Feuerstoßautomatik. Toll, Alter. Ja, ist ja schön. Nee, ich habe keine zweite Waffe. Irgendwie ist sie jetzt gerade ein bisschen scheiße, Alter. Das ist keine Dauerautomatik, Alter. What? Und, ja, mit dieser richtig geilen Stimmung und wir gehen ins Rose, die haben 7 Tage die Öffnung, verlassen wir mal die Folge und ich freue mich. Ich freue mich richtig tierisch, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. The Division Ultra HD 60 FPS. Bis dann, liebe Zuckerfreunde und haut rein.